Yo Freunde, da sei hier wie immer und willkommen zu einem neuen Video über 10 besten und krassesten Anime, die im Sommer 2023 erscheinen werden. Und ich muss euch noch eins sagen, dieser Sommer wird wirklich böse werden, zumindest was Anime angeht. Lasst noch schnell ein Like da, abonnieren nicht vergessen und so weiter und jetzt gehen wir rein in das Video. Ihr wisst doch bestimmt alle, was für harte und einfach nur unmenschliche Arbeitszeiten die meisten Mitarbeiter in Japan haben. Und in diesem Anime geht es genau um einen solchen Mitarbeiter, Akira Tendo, der sich jahrelang von einem herzlosen Unternehmen ausbeuten ließ. Und einmal an einem Tag hat er einfach gesagt, okay, ich kündige, ich kann das nicht mehr aushalten. Und seitdem ist er die ganze Zeit in seiner Wohnung und schaut Zombiefilme, nur Zombiefilme. Und glücklicherweise, für ihn zumindest, ist tatsächlich in diesem Zeitraum eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Und er beschließt einfach, dass es an der Zeit ist, das Leben in vollen Zügen zu genießen, aufgrund dieser Zombie-Apokalypse. Und er stellt eine Liste von 100 Dingen, die er tun möchte, bevor er stirbt, weil er vorher diese Dinge nicht tun konnte. Ich weiß, alle haben ein Problem mit Isekai-Anime. Aber, Leute, dieser Anime hier, der übertrifft einfach das Level von Absurdität von den ganzen anderen Anime, Isekai-Anime, die ihr bis jetzt geschaut habt, wirklich. Es ist einfach so dumm und absurd, dass ich ernsthaft Bock auf den habe. Es geht hier um einen scheiß Verkaufsautomaten. Es ist einfach genial, ernsthaft. Also, hier geht es um einen Typen, der durch einen Verkaufsautomaten gestorben ist. Und so wird er in einer anderen Welt als ein Verkaufsautomaten wiedergeboren. Doch am Anfang kann er leider nur 2 Produkte anbieten und er benötigt Münzen, um sich zu bevorraten, zu betreiben und mit neuen Fähigkeiten zu aktualisieren. Doch in dem Wald, wo er gespawnt wurde, gibt es nicht so viele Menschen. Doch eines Tages wird er zum Glück von einer jungen Frau gerettet, die sehr schnell erkennt, dass er lebendig ist und ihn in eine Stadt bringt. Und so mit der Zeit findet er neue Menschen, Freunde, Verbündete und erhält so neue Fähigkeiten und wird besser. Diese Anime-Serie spielt in einer nahen Zukunft, in der aufgrund wissenschaftlicher und technologischer Fortschritte das Zusammenleben von Menschen und Humanoiden zur Norm geworden ist. Um die 10% der Bevölkerung besteht aus diesen Humanoiden, und zwar das sind menschenähnliche, robotische, künstliche Lebewesen, und die sich natürlich aber von gewöhnlichen Maschinen unterscheiden. Und die ganze Geschichte dreht sich um Hikaru Sudo, einen menschlichen Arzt, der üblicherweise Roboter und Humanoiden behandelt. Und als Arzt in einem neuen medizinischen Bereich wird er von einer neuen Krankheit herausgefordert, die durch das Zusammenleben von Menschen und künstlicher Intelligenz verursacht wird. Doch die Handlung ist nicht so einfach, denn es wird enthüllt, dass der Arzt noch eine geheime Identität hat, unter der er illegal medizinische Eingriffe durchführt. Die Serie wird somit ethische Fragen in Bezug auf Menschen und Humanoiden aus medizinischer Sicht untersuchen. Und ich finde, mit dem ganzen Hype um die künstliche Intelligenz und ChatGPT und so weiter, ich glaube, diese Serie passt perfekt in unserer Zeit jetzt und die wird sicherlich auch super interessant sein. Für die ganzen Leute da draußen, die eher einen romantischen Anime im Sommer haben wollen, gibt es natürlich einen für euch, und zwar My Happy Marriage. Hier geht es um Mio Saimori, die unglücklicherweise in eine lieblose, arrangierte Ehe geboren wurde. Und nach dem Tod ihrer Mutter brachte ihr Vater seine Geliebte und deren Tochter Kaya mit ins Haus. Und ab diesem Moment wurde Mios Leben quasi auf das einer einfachen Dienerin reduziert. Und nach Jahren des schlechten Umgangs hat Mio gelernt, den Kopf immer unten zu halten und ihren Schmerz zu verbergen und jedem Befehl von ihren Eltern und ihrer Schwester zu gehorchen. Also als Mio dann das passende Alter zum Heiraten erreicht hatte, dann war es auch kein Wunder, dass nur die Eltern die Entscheidung treffen durften, wenn Mio heiraten soll und wenn nicht.
Und es wurde entschieden, dass sie einen Militärkapitän heiraten soll, Kyoka Kudo, der so grausam sein soll, dass er bisher jede seiner potenziellen Ehefrauen vertrieben hat. Also von einer schmerzhaften Kindheit bis hin zu einer schmerzhaften Ehe. Das ist die Zukunft, von der Mio erwartet, oder so denkt sie zumindest. Doch man sollte auch nicht immer auf das hören, was die anderen Menschen über jemanden sagen, denn das kann auch nicht immer stimmen. Und in diesem Fall stimmt es auch vielleicht nicht. Vielleicht wird die Ehe gar nicht mal so schlimm sein, wie Mio denkt. Über diesen Anime wissen wir leider nicht so viel. Nur, dass auf Academy Island alles durch Spiele entschieden wird, die um eine bestimmte Anzahl von Sternen ausgetragen werden, wobei der stärkste Schüler den Rang der 7 Sterne hält. Hiroto, ein Transferstudent, besiegt überraschend die stärkste Kaiserin und wird zum Pseudostärksten der Schule. Ich vermute, dass dieser Anime sowas wie Elite Classroom sein wird oder sowas in der Art. Und ich hoffe, dass der Main Character super schlau sein wird und durch irgendwelche Lügen, Bluffs all die ganzen Spiele gewinnen wird. Wisst ihr, was ich meine? Dieser Anime wird besonders den Jungs gefallen, da bin ich mir sicher. Und zwar geht es in dieser romantischen Komödie um einen Jungen namens Masamune, der von einem Mädchen Aki gekroppt wurde, weil er zu fett war. Und aus diesem Grund hat er angefangen, richtig hart zu trainieren und wurde fit. Und als Vergeltung plant er, dass sich Aki in ihn verliebt, damit er sie am Ende auch korben kann. Also Auge ums Auge. In diesem Horror-Manga geht es um Keitaro, einen College-Frischling, der Geister hasst, aber dafür die Fähigkeit hat, sie anzuziehen. Und vor 2 Jahren ungefähr führte diese seltsame Verbindung dazu, dass er eine spirituelle Verletzung an seiner rechten Hand erlitt und sein Freund dabei in die Schusslinie geriet. Nach diesem Ereignis wurde er richtig depressiv und einsam. Aber glücklicherweise fängt Keitaro dank der Hilfe einer Kindheitsfreundin langsam an, mit der Gesellschaft zu interagieren. Dabei übernimmt er einen Teilzeitjob als privater Nachhilfelehrer und sein erster Schüler ist niemand anderes als die Cousine der Kindheitsfreundin. Und diese Cousine ist genauso seltsam und eigenartig wie Keitaro selbst, nur im Gegensatz zu ihm. Sehnt sie sich jedoch danach, Geister zu treffen und hofft, den Geist zu finden, der ihre Mutter weggenommen hat. Also mit der Zeit merkt Keitaro, dass das mit dem Nachhilfelehrer und so wird doch nichts, denn der wird die ganze Zeit von der Cousine und der Kindheitsfreundin zu verfluchten Orten gezogen. Und so hat er keine Zeit und gar keine Möglichkeiten, der kleinen Cousine was beizubringen. Ich dachte ernsthaft nicht, dass dieser Anime noch eine zweite Staffel erhalten wird. Und es stimmt wirklich. Im Sommer 2023 wird Horimiya noch eine zweite Staffel erhalten. Die restlichen Chapters, die noch nicht animiert worden sind, werden wir als Anime sehen. Und das ist echt krass. Ich bin wirklich gespannt auf die Weiterentwicklung der Beziehung zwischen Hori und Izumi. Und was eigentlich mit den anderen Leuten und mit den anderen Freunden passieren und was das so für interessante Sachen passieren werden. Ich glaube, es wird wirklich interessant werden. Über den Anime Ayaka wissen wir leider noch nicht wirklich viel. Nur, dass sich die Geschichte um das Waisenkind Yanagi Yukito dreht, das eines Tages auf einen merkwürdigen Schüler seines Vaters trifft und dieser seltsame Mann bringt ihn dann zu seinem Geburtsort auf Ayakajima oder Ayakashima. Das ist eine Inselgruppe, die aus 7 Inseln besteht. Und auf denen gibt es Gerüchte über mysteriöse Wesen namens Mitama und Drachen. Und dort trifft Yukito noch auf die beiden anderen Schüler seines Vaters, die die Harmonie von Ayakajima schützen. Und anscheinend wird es in dem Anime etwas Schlimmes dort passieren und Yanagi zusammen mit den anderen Schülern seines Vaters müssen dann diese Inseln beschützen. Aber das ist jetzt nur meine Vermutung, das, was ich auch in dem Trailer gesehen habe. Aber obwohl die Handlung nicht wirklich besonders wirkt, sieht die Animation echt böse aus, was mich hoffen lässt, dass auch die Handlung im Verlauf des Animes besser wird. Aber wir wissen es noch nicht.